Okay, ich will jetzt kein Gacha machen. Ich möchte es nur einordnen, was du gerade gesagt hast mit Gegner. Also sind für dich jetzt Aktivisten für queere Rechte oder so. Sind die jetzt für dich genauso ein Gegner wie AfD-Wähler? Was heißt, AfD-Wähler sind doch nicht meine Geg also sind doch nicht meine Gegner. Also die versuche ich von meiner, also das sind ja keine politischen Akteure, die, also politische Akteure in dem Sinne, dass sie wählen, okay, aber die machen ja jetzt nicht selber Politik, sondern die wählen nur eine Partei, die will ich davon überzeugen, dass sie am besten meine Partei Dann wählen, formuliere ich also es präziser. PSG. Ich habe gedacht, du wirst ungefähr meinen, was ich verstehen, was ich meine. Die AfD. Also für dich sind die Grünen mit ihrer Identitätspolitik genauso schlimm wie die AfD. Ja. Okay. Wenn nicht schlimmer. Das heißt, das Ergebnis ihrer Politik ist für dich egal. Ja, was Also heißt das? Also, ich finde, man kann das die. Ergebnis der grünen Politik ist, dass unsere Gesellschaft immer mehr gespalten wird. Also, dass Leute, die es beispielsweise Ist gegen die das Gesellschaft durch die Zustimmungsgesetz AfD nicht einsetzen, gespalten? die als rechts, als TERFs, als sonst was diffamiert werden. Also, das ist das Ergebnis dieser grünen Politik. Also, da bin Was ich sagen absoluter denn Gegner von. AfD-Wähler über Nicht-AfD-Wähler? Oder was sagt die AfD über Leute, die oder über Parteien, die nicht die AfD sind? Also, dass der Spaltungsvorwurf immer gegenüber den Grünen oder SPD oder der Linken oder so kommt, weiß ich nicht. Das finde ich halt auch von dir, ehrlich gesagt, albern. Also, wie soll ich sagen, was sagen die Grünen über AfD-Wähler? Sie sind rassistisch. Was sagen Sie über die Partei? Sie ist antidemokratisch. Schlimmer wird es nicht. Sie ist antidemokratisch. Sie ist verfassungsfeindlich. Das ist das Schlimmste, was von den Grünen kommt. Was kommt von der AfD? Erstens einmal sind die Leute, die ins Land kommen, das sind alles Kopftuchkinder und Messermädchen oder so. Weiß nicht, was die Alice Weidel da gesagt hat. Das ist ein politisches System, das überwunden werden muss. Musst du mal hören, was Höcke sagt. Also, dass man irgendwie die Animosität, mit der diese zwei Gruppen aufeinandertreffen, dass du das irgendwie gleichsetzt, das Nein, ich verstehe ich setze das nicht nicht. gleich. Du Ich setze das hast nicht gesagt, die sind gleich. für dich beide gleich schlimm. Aber Ich hast habe du das gesagt, nicht wenn die gesagt? Grünen nicht noch schlimmer sind. Also ich denke, die Grünen haben ja Ach aktuell die so. staatlichen Gewaltmittel in ihrer Hand. Ach Also so. das Also muss man da schon noch du findest berücksichtigen. es furchtbar. Stell dir vor, die AfD hätte die Stadt. In welcher Welt lebst du lieber? In der Welt, wo die Grünen jetzt sozusagen Teil der Regierung sind oder in der die AfD Teil der Regierung ist? Ganz ehrlich, es ist mir egal. Also viel schlimmer, als die Grünen es gerade machen, kann es eigentlich nicht mehr werden. Was machen denn die Grünen falsch? Sie Beziehungsweise, finanzieren. Moment. Die Grünen sind in einer Regierung mit der FDP, die am Geldhahn sitzt und alles zudreht, also keine Investitionen ermöglicht. Das muss man dazu sagen. Ich finde, die Grünen nutzen ihre diskursive Macht nicht gut genug. Sie schreien Christian Lindner nicht oft genug an wegen der depperten Schuldenbremse oder so. Da sind sie absolut zu schwach. Das kann man alles kritisieren. Aber das muss man doch trotzdem verstehen, dass da irgendwie mit einem Bundeskanzler Scholz, der ja selber die schwarze Null gefeiert hat, da sind die Grünen einfach in einer sehr schwierigen Situation. Und ohne Geld, ohne den Finanzminister geht halt gar nichts. Weißt du, mein? Ja, aber Christian Lindner ist ja Finanzminister, damit SPD und Grüne ihre neoliberale Politik die ganze Zeit auf ihn schieben können. Ich meine, du kannst mir doch nicht Ist erzählen, das dass so? die schwächste Partei in einer Koalition das mächtigste Ministerium, das Finanzministerium, bekommt und bei allen finanzpolitischen Forderungen ihr komplett nachgegeben wird. Also das liegt auch Doch, an doch, SPD doch. und Grünen. Da kann man nicht Nein, alles auf die FDP weißt schieben. du, warum das nämlich so ist? Weil ohne die FDP keine Koalition möglich gewesen wäre. Das war leider das Ergebnis das ist das Produkt dieses Wahlergebnisses. Nachdem die CDU so eine Wahlniederlage gehabt hat und sich die SPD geeinigt hat, oder hat sie sich auf eine. Ich weiß nicht, ob sie das am Parteitag beschlossen haben, wirklich, dass sie keine große Koalition eingehen, aber dadurch, dass die große Koalition de facto unmöglich war, waren sowohl den Grünen als auch der SPD die Hände gebunden. Nein, sie hätten eine Minderheitsregierung machen können. Ja, sie hätten eine Minderheitsregierung machen können. Und glaubst du, dass sie für ihre Politik Unterstützung bekommen hätten von der FDP? Es ist ja trotzdem so, dass damit eine Regierung funktionabel ist, muss sie eine Mehrheit im Parlament haben. Anders funktioniert es nicht. Das heißt, Kann ohne per die Verordnung, FDP. also du kannst schon ohne Mehrheit im Parlament auch einiges machen. Allein schon dadurch, dass du dann die Bundesministerin unter deiner Kontrolle hast. Ja, genau, aber trotzdem muss über jedes Gesetz im Bundestag beschlossen werden. Und das geht aber nicht, wenn du ich meine, es geht schon, wenn du strikte Abkommen hast, zum Beispiel jetzt mit Naja. der FDP. Nur es ist halt trotzdem einfacher und sinnvoller, wenn man mit der FDP in der Regierung sitzt. Man muss nämlich auch Folgendes sagen:
Die FDP hätte bei nicht, okay, die blöden Namen, bei Wurms, Doppelwurms und Bazooka oder was auch immer er gesagt hat, bei keinem von diesen Dingen hätte die FDP, wenn es eine Minderheitsregierung gegeben hätte zwischen den beiden, zugestimmt. Bei keiner. Das heißt, es ist hinfällig. Die Möglichkeit einer Minderheitsregierung ist zwar verfassungsrechtlich gegeben, in eigentlich jedem parlamentarischen System, praktisch ist sie jedoch, zumindest so wie die Parteienverhältnisse sind, in Deutschland nicht möglich. In Österreich ist es auch nicht möglich. Es gibt andere eine einfache Mehrheit im Bundestag gereicht. Also zum Bundeskanzler. Wie eine einfache Mehrheit. AfD hätte gegen alles, stimmt gegen alles. AfD stimmt gegen alles. CDU hätte, wäre auch gegen alles gestimmt. Du redest gerade von einer absoluten Mehrheit. FDP und CDU zusammen sind schwächer als SPD und Grüne zusammen. Nein, ja, genau. Aber es reicht nicht, es reicht nicht relativ. Doch, um den Bundeskanzler aufzustellen, doch schon. Nein, ja, um den Bundeskanzler aufzustellen, aber es reicht nicht nur, den Bundeskanzler aufzustellen, du musst ja auch Gesetze durchbringen. Und die Gesetze, gesagt, dafür brauchst du eine absolute Mehrheit im Parlament. Das wäre dann das Problem. Und da kann man dann genau, auch Neuwahlen dann zusteuern, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja, genau. Das man heißt, kann du, ja dann neu wählen lassen, wenn man feststellt, es funktioniert. Und dann hat man dieselbe Situation nochmal. Das weiß man ja vorher nicht. Wer eine gute Politik gemacht hat und den Leuten was Gutes angeboten gute hat, Politik kann man gar nicht machen, wenn man gar nicht zu einer regierungsfähigen Regierung kommt. So. Ja, wenn man 10 Vorschläge vorlegt, die alle von CDU und FDP ab, also keine Ahnung, wir erhöhen das Rentenniveau jetzt um 10%, wir senken jetzt die Steuern für die Mehrheit der Bevölkerung, wir legen ein riesiges Investitionsprogramm auf und all das wurde von CDU und FDP abgelehnt. Also wenn das wenn SPD und Grüne das gemacht hätten, was sie nicht wollten, was sie nie wollten, dann du weißt schon, was die FDP alles, du weißt schon, was die FDP alles blockiert und trotzdem verfügt sie noch immer über sehr viel diskursive Macht. Und wird immer noch ernst genommen, zumindest von relevanten Teilen der Bevölkerung. Also, ja, aber dass SPD und CDU Grüne keine andere ja Politik dazu wollen, das haben sie doch in der Vergangenheit schon bewiesen, nämlich von 2005 bis 2009 und 2013 bis 2017. Da gab es eine rot-rot-grüne Mehrheit im Parlament. Die Linke hat jedes Mal gesagt, wir sind bereit für eine Koalition. Was haben SPD und Grüne gesagt? Wir nicht. Ja, und das ist furchtbar. Und trotzdem müssen wir verstehen, dass, auch wenn diese Parteien nicht ideal sind, dass es doch einen nicht gut sind, ich rede nicht von ideal, wir reden von gut, ist doch ein qualitativer Unterschied zwischen den Grünen, die schlechte Wirtschaftspolitik machen, und der AfD, die schlechte Wirtschaftspolitik machen und verfassungsfeindlich sind. Oder? Das ist doch immer noch ein Unterschied. Und auch wenn ich gesagt habe, verfassungsfeindlich, also Verfassung ist jetzt nicht der Maßstab aller Dinge, in der Art und Weise, wie die AfD verfassungsfeindlich ist, ist es nicht gut. Die Grünen und die SPD, also die SPD stimmt, die Grünen nehme ich da jetzt mal raus, die SPD missbraucht gerade den Verfassungsschutz, um Oppositionsparteien auf den Leim zu rücken. Welche Oppositionsparteien meinst du denn? Meinst du denn die AfD? Ja, die AfD ist ja auch, okay, Entschuldigung, wie viel rechtsextremer muss denn eine Partei sein als die AfD in Thüringen? Also bitte. Ja, trotzdem hat sie doch das Recht als Opposition, also was heißt rechtsextrem, kommt jetzt mal drauf an, wie der das, also was fordert die AfD denn Schlimmes, Verfassungsfeindliches? Soll ich das Wahlprogramm in Thüringen durchlesen? Ich habe jetzt nicht alle die Forderungen also, Dings, aber wir können es, ich schaue es mir, wenn du möchtest, ich schaue mir das jetzt hier im Stream an und ich nehme aus dem Wahlprogramm der AfD in Thüringen 5 Dinge raus, die explizit verfassungsfeindlich sind. Und du musst, aber nein, wir müssen nicht nur das Wahlprogramm also anschauen, wir müssen auch schauen, die Rhetorik von der AfD. Also während Björn Höcke redet, er heißt Björn, nicht, ich verwechsel immer Björn und Bernd. Während Bernd Höcke, so sagt man es nämlich falsch, redet, da ist es auch nicht einmal mehr nur im Parteiprogramm. Also Björn Höcke fordert ja beispielsweise das alte Staatsbürgerschaftsrecht, was wir vor 1999 hatten. Also sowas ist ja nicht verfassungsfeindlich, das ist ja einfach nur der Status, den wir in der Bundesrepublik schon mal hatten. Davon rede ich ja jetzt noch gar nicht. Es ist ja jetzt nicht, nur weil eine Partei rechtsextrem ist, heißt nicht, dass jede Forderung rechtsextrem sein muss. Was war das jetzt für ein... Ja, beispielsweise. Also was für extreme Forderungen hat der? Würde ich jetzt gerne wissen. Das Angebot musste ja nur zu... Oh mein Gott. Es gab einen Artikel in der Zeit, nochmal, ich lese gerne Zeit, das ist eine schöne Wochenzeitung, wo sie die Top 10 AfD-Dings zusammengefasst haben. Jetzt müsste ich diese Ausgabe suchen und den Artikel raussuchen. Aber da war explizit Nazi-Rhetorik dabei. Nicht nur Nazi-Rhetorik, in dem das ein Wort übernommen wurde, sondern bestimmte Formulierungen, Phrasen, wie sie tabuisiert sind, werden gezielt verwendet. Da gibt es eine gezielte Anbiederung. Das haben jetzt mehrere... glaubst du das nicht? Ja, also da sagt Björn Höcke einmal alles für Deutschland und oh, das war mal das Motto der... Ich rede nicht nur von alles für Deutschland.
Also, ich rede von vielen SS anderen Dingen. SS oder SA, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber nein, zum Beispiel ein ganz, nein, schon ein ganz bekanntes ist zum Beispiel Lebensraum, hat Björn Höcker auch gesagt. Und dann hat er so, hoho, habe ich gerade Lebensraum gesagt, so mitten am Podium. Das alles, Entschuldigung, er ist Geschichtslehrer. Wenn das einer weiß, dann er. Dass das, findest du das nicht, dass das ein qualitativer Unterschied ist zu den Grünen, die jetzt von mir aus schlechte Wirtschaftspolitik machen, was sie jetzt auch gar nicht so machen wie die FDP zum Beispiel. Und die jeden als Demokratiefeind, als Verfassungsfeind, als Delegitimierer des Staates diffamieren, der ihre Politik kritisiert. Also die Grünen finanzieren Think, also die Grün geführtes Ministerium, das Familienministerium, das finanziert Thinktanks, die Projekte betreiben, ja, und welche die kritische Medien diffamieren. Gute Arbeit, ja. Die Amadeo-Antonio-Stiftung macht gute Arbeit, ja? Nicht nur die, auch der Think Tank Liberale Moderne, der hat ein Projekt gemacht, was die Nachdenkseiten auf übelste Art und Weise diffamiert hat. So kann man alles bei den Nachdenkseiten nachlesen. Gibt es zahlreiche Artikel. Das ist eine basic sozialdemokratische Internetzeitung. Die hat ähnliche Ansichten wie ich hier. Also völlig gemäßigte Ansichten, die jeder SPDler aus den 70er oder 80er Jahren unterschrieben hätte. Und die werden von einem grün geführten Think Tank, der von einem grün geführten Ministerium finanziert wird, von dem werden die diffamiert. Nachdenkseiten. Ich habe von denen noch nie gehört. Sind die wirklich zutiefst sozialdemokratisch? Ja, absolut. Okay. Albrecht Müller hat die mit herausgegeben. Der ist, der ist schon über 80 Jahre alt. Der war in der SPD und der wollte dieser neoliberalen Hegemonie Anfang der 2000er entgegentreten. Nachdenkseiten. Oh, ich glaube, ich habe von denen schon mal gesehen. Ich habe die schon mal gesehen. Ich glaube, wenn du hier jetzt Recherche machst, das kannst du dann gleich allein im Stream machen. Ja, ich glaube, unser Gespräch ging schon lange genug. Nein, alles gut. Ich weiß nicht. Ich habe von denen, habe ich einmal einen Artikel gesehen, der hat mir nicht gefallen, aber ist mir erst jetzt beim Seitenlayout aufgefallen. Ich muss dazu sagen, ich finde, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung gute Arbeit macht. Man kann kritisieren. Ich würde kritisieren, dass sie das Identitätspolitische sehr stark überbetonen. Da könnte man noch ein bisschen mehr Klassenkampf machen, aber dann richtig. Das wird, fürchte ich, nicht passieren. Da müsste aber auch die SPD zum Beispiel nachlegen ein bisschen, dass da ein bisschen mehr in diese Richtung passiert. Dennoch kann ich das nicht ganz nachvollziehen, wie du sagst, die Grünen sind sogar fast gefährlicher für Deutschland als die AfD. Also das verstehe ich nicht ganz. Aber, wie gesagt, ich habe es gerade erklärt. Die Grünen versuchen, den Meinungskorridor erklärt, auf ihr aktuelles Parteiprogramm einzuschränken. Wieso? Bringen Sie Gesetze durch? Zum Beispiel, was jetzt da mal... Ja, wie gesagt, das mit den Thinktanks, mit der Amadeo-Antonio-Stiftung, indem mit Sie, dem Liberale Moderne. Entschuldigung, der Meinungskorridor wird nicht eingeschränkt, indem Kritik geübt wird. Ja, was sonst dürfte ja keiner Kritik üben. Ja, ich weiß jetzt nicht. Auch Diffamierung ist auch Kritik. Ist nur eine härtere Form von Kritik. Du musst jetzt einmal... Schau her. Zum Beispiel, was ich jetzt sehr problematisch finde, ich finde es nicht problematisch, wenn hart Kritik geübt wird. Ich bin auch dafür, dass man persönlich werden kann. Man kann sagen, also das, was Sie sagen, das ist dumm. Das kann man auch sagen. Ein Politiker darf zu einem anderen sagen, das ist dumm. Oder das ist eine Trottelaussage oder so. Bin ich absolut dafür. Ich bin dagegen, dass irgendwie Sprechverbote aus der Politik kommen. Ich bin dagegen, dass aus der Politik gesagt wird, wir müssen jetzt gendern. Sagt ja auch keiner. Ich bin auch dagegen, dass jetzt Gendern in Schulen verboten wird. Das macht zum Beispiel der Markus Söder. Das sind so meine Leitplanken. Wenn diese Leitplanken nicht berührt werden und wenn jetzt nicht jeder zum Beispiel, der irgendwie sagt, Israel ist kritisch zu betrachten oder so, wenn da jetzt gesagt wird, jeder, der das macht, ist ein Antisemit, dann wird der Meinungskorridor eingeengt. Also das kann durchaus schon sein, aber das wird jetzt nicht durch die Kritik von grünen Stiftungen, also wirklich nicht. Ich verbringe viel Zeit auf Twitter. Wenn grüne Stiftungen wirklich so viel Dinge produzieren, wie immer behauptet wird, dann wäre ja Twitter einfach nur ein Hellscape, wo die ganze Zeit diese SIF-Leute, diese ganzen Diffamierungskampagnen breittreten würden. Ich sehe es nicht. Also die Nachdenkseiten haben über all das berichtet, aber die werden halt, glaube ich, zu wenig gelesen. Die Nachdenkseiten. Du kannst mir dann diesen Artikel gerne schicken und ich schaue mir die Seite jetzt dann an. Ja, ich schicke dir gleich. Wie gesagt, ich würde dann Schluss machen. War ein kontroverses Gespräch. Ja, das auf jeden Fall. Kannst du mir dann den Link schicken, damit ich das auch auf meinem Kanal hochladen kann? Ich habe jetzt safe nicht aufgezeichnet hier auch. Nicht? Nein, Spaß. Mach ich. Ja, gut. Gut. Danke dir, gell? Hat mich gefreut. Ciao. Ich bin ehrlich, ich war scheiße.
Also ich finde nicht, dass ich meine Position gut verteidigt habe. Ich finde, der Name Nachdenkseiten ist so sass. Oh, seht ihr das gar nicht? Ich habe seit Ewigkeit nicht gestreamt. Was haben wir denn da? Das ist falsch. Boop. Ah. Hinweise, Rubriken, Interviews. Gibt es da irgendwas über uns? Karim, Freundschaft. Autorengesicht. Ja, ich war nicht gut. Also ich bin nicht zufrieden. Anfang vom Gespräch war gut, aber dann hätte besser laufen können.